Blub, blub, Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Tomb Raider. Wir sind gerade im Klosterlagerplatz, wenn ich das richtig sehe. Und ja, hier geht gerade richtig der Punk ab, Freunde. Hier geht richtig der Punk ab. Die Oni sind unterwegs und wir müssen versuchen, hier rauszukommen. Ich finde übrigens, die wechseln sehr komisch, die Waffen. Aber naja. Ja, und es ist verdammt windig. Wir sind hier hingekommen, als wir versucht haben. Oh mein Gott, ist das laut. Großartig, Mädchen. Musst du das so knapp machen wieder? Das hat sie übrigens gerade alles selbst gemacht. Wir sind hingekommen, als wir den Piloten versucht haben zu retten, der zu unserer Rettung gekommen ist. Einen der beiden Piloten, der andere wurde direkt abgestochen. Oh, aber es sieht schon geil aus, ne? Das ist schon episch. Ich möchte es aber ehrlich gesagt nicht machen. Oh Gott, au. Wegen solchen Dingen. Oh ja, da können wir hoch, sehr gut. Komm, Lara, nur noch zweimal. Na los, immer weiter. Ich finde übrigens die Waffe sehr schön, die sie da am Halfter hat. Also, es sieht sehr gut aus. Es passt alles sehr schön mit dem Seil auch noch und so. Jetzt soll ich springen oder was? Na, herzlichen Glückwunsch. Oh, das würde ich niemals tun. Okay. Oh, das war knapp. Ich muss mich wieder dran gewöhnen, Leute. EFF habe ich auch umgelegt. Muss ich dran denken. Erinnere ich mich gerade selber dran. Okay, und jetzt hier rein. Mal gucken, was hier kommt. Da war, die haben eben von Oni geredet, die Typen. Die beiden da. Let's be friends? Who are these guardians? What do they want? Das war dumm. Nein, 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 da. Ah, so. Hin. Ah, ich muss ausweichen. Oh Gott, Leute, ich hab da gar keines mehr drauf. Au, 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 au. Was zur Hölle? Ach so, wie der einfach da steht. Ja, moin. Wieso wird das auf einmal so viele? Oh Gott, okay, diesmal bringe ich euch direkt um, ihr Affen. Aua, Drecksschwein. Tot, so. Ah, ich wollte noch ausweichen. Mistkerl. Ich bin so scheiße, ey. Okay, jetzt nehme ich mal eine ordentliche Waffe. Das kann ja wohl nicht sein. Das ist ein fettes MG und baller die alle über den Haufen. So. Das ist so ein Scheiß, ey. Wie scheiße ich bin. So, komm her, Baby. Warum habe ich nicht das MG? So, alle killen. Oh, ich sollte den Ton übrigens ein bisschen leise stellen. Und zwar den Ton der Waffen, also den Hintergrundsound. Warte mal, Leute, das mache ich schnell mal. Dann ist es jetzt gerade ein bisschen lauter, es tut mir leid, aber im Gesamten wird es dann besser. Das habe ich nämlich gemerkt, es war ein bisschen sehr laut noch. Nein, ich wollte nicht Gamepad oder so, was, ich will doch nur da. Die Musiklautstärke könnte eigentlich sogar ein bisschen höher, aber die SFX-Lautstärke muss auf jeden Fall runter. Das Dumme ist, dass da auch die Dialoglautstärke drin sind. Das finde ich halt scheiße. Aber die muss auf jeden Fall ein bisschen niedriger sein. Damit ich es besser abmischen kann. Renn doch selber, du Drecksack. Aua. Penner. So, ihr Schweinebären. Mano, ich wollte die cool mit dem Bogen erledigen, ne? Und dann darf ich wieder nicht, ey. So typisch. So, jetzt sind wir aber bereit. Mein Gott, ich bin doch noch ein bisschen müde, muss ich ehrlich sagen. Ich bin vorhin erst aufgestanden. Wir haben irgendwie 9 Uhr morgens oder so. Das ist selten, dass ich so früh aufnehmen kann. Aber ich habe gestern sehr gut gearbeitet an meinem Programm und belohne mich jetzt mal mit ein bisschen aufnehmen. Vor allem, weil eh noch jeder schläft und alles. Ich habe ja niemanden zum Reden und. Ja, egal. Ich hab den. Ah! Du Dreckstück, du mieses, ey. Wie er mir auf einmal ins Gesicht springt. Weißt du was? Der nächste, der sowas macht, bekommt die Schrotflinte ins Gesicht. Und warte mal, ich muss noch die Waffen nachladen. Der bekommt wunderschön die Schrotflinte ins Gesicht. Ja, jetzt kommt wieder keiner mehr, ne? Aber hieran kann ich mich noch erinnern. Das war sehr cool. Ein sehr, sehr schönes Rätsel. Ich brauche wieder den Bogen. I think, ja. Ich werde die Säulen nämlich kaputt machen müssen, damit diese Glocke runterfällt. Also ihr wisst ja, ich habe das schon mal gespielt, also, ne? Denn wir müssen da unten durch den Boden durch. Und der Typ wird dabei zermatscht, der da unten liegt. Und um das zu bewerkstelligen, müssen wir hier die Fenster aufmachen. Damit der Wind reinkommt.
dann können wir mit dem Bogen. Ich glaube, mittlere Maustaste war das, ne? Nämlich das machen. Ein Stück zurückziehen und dann gibt es ein Ultra-Mega-Bam. Oh yeah. Die Windrätsel sind lustig. Die werden. Oh Gott. Ja, das war fun. Hast du gut gemacht, Lara. Die werden später noch ein bisschen kniffliger. Gehst du auch wieder zu oder muss ich dich zumachen? Ich dachte eigentlich, ihr geht automatisch wieder zu irgendwann. Aber es kann sein, dass ich euch wieder zumachen muss. Ja, muss ich. Okay. Das würde jetzt noch nicht funktionieren. Ich muss erst das hier aufmachen. Und oh mein Gott, ihr merkt, wie das Ding hier kaputt geht, ne? Dieses. Oh, das macht mich so fertig, ey. Wieso baut man sich an solche windigen Orte so ein Ding hier hin? Oh, und Mörder. Oh nein. Oh, die Typen sind gepanzert jetzt. Aua. Du hast mich natürlich noch erwischt mit, ne? Drecksack. Ich spiele nur auf normal, Leute. Das kann ja wohl nicht so schwer sein hier, das. Oh mein Gott. Ganz einfach. Ende Gelände mit euch hier, Dreckschweine. Ja, du musst auf jeden Fall hier weg, Mädchen. Waffenmodifizierung verfügbar, das ist sehr geil. Oh, Bogenteile gefunden. Yay, hier kriegen wir bald wieder einen neuen Bogen. Eigentlich müssten wir doch schon einen neuen haben, dachte ich. Wir haben noch einen Recurve-Bogen, genau. Und wir kriegen noch einen besseren. Jetzt ist die Frage, wie kriege ich diese blöde Dings jetzt da runter? Ich muss das erstmal wieder zumachen, glaube ich. Ich glaube, jetzt muss ich nämlich einfach gegen die Glocke hauen und dann ist kaputt. Ja. Oh, wie dieses ganze Ding hier auseinanderfliegt, ey. Das ist ja pervers. Nee, ich krieg das nicht. Ah, jetzt müssen beide offen sein. Okay, okay. Ja, macht schon Sinn. Alles cool, wir kriegen das hin. Wie lange nehme ich schon auf? 10 Minuten, super. Ah, ich mag das Spiel. Es ist so eine richtig schöne Mischung aus Action und Rätseln und so ein bisschen. Obwohl, es wird noch ein bisschen zu actionlastig, ehrlich gesagt. Da hätte ich mir eigentlich sogar noch ein bisschen weniger von. Hätte ich gerne ein bisschen weniger von gehabt. So, jetzt müssen wir nämlich oben den kaputt hauen, den Balken. Wäre manchmal ein bisschen angenehmer gewesen, nicht ganz so viel rumzuballern. Aber es macht halt trotzdem Spaß. Wenn man nicht dauernd stirbt. Oh, Lara, mach. Pass auf! Oh, Mädchen. Du hast eigentlich immer noch die Wunde links, ne? Just saying. Jetzt muss ich wahrscheinlich laufen? Ja, jetzt muss ich laufen. Oh Gott. Ah! Kannst du mal ein bisschen schneller sein, Mädchen? Oh Gott, ich mag diese Verfolgungsszenen nicht. Oder diese Weglaufszenen. Das muss sehr gut funktionieren. In der Regel. Außer es passiert sowas. Oh, oh, oh. Oh, Mädchen. Renn. Puh. Und dann werden wir wieder bei Torture Porn. Oh nein. Gut, dass du so schnell reagieren kannst, Mädel. Puh. Oh, nicht da reinfliegen. Habt ihr die Spitze gesehen? Hätte ich die wieder abbekommen, ne? Das wäre wieder wunderschön. Und sie steht jetzt auf, als wäre nichts gewesen. Normalerweise hätte das kein Mensch überlebt. Aber das Gute ist, Leute, wir sind aus dem Tempel entkommen. Ich habe auch noch nicht wieder die Gebiete vervollständigt, leider. Das werde ich noch machen, aber dauert noch ein bisschen. Ich kam noch nicht dazu und wir waren ja jetzt in dem Tempel und da wollte ich nicht einfach noch abhauen. Yours too, Sam. Is the rest of the crew with you? No, I just managed to steal this radio off a guard. A guard? I've been kidnapped. What? Where are you? Das wusstest du doch schon, Lara. Oder das hattest du vermutet. They keep talking about a fire ritual. Laura, I'm fucking terrified. Shit, someone's coming. I've got to hide this thing. Sam? Sam! Wenn sie sagt, dass jemand gerade. Like ja. Und du wirst noch erfahren, warum. Roth,
Darf ich auch wieder spielen? Okay, danke schön. Ja, aber wenn jemand sagt, oh mein Gott, da kommen Wachen, sie dürfen nicht erfahren, dass ich das Ding habe, dann sprüllt man nicht nochmal die Namen rein, ne? Weil. Oh, so was, ey, das ist so typische Hollywood-Filmlogik, so ein bisschen. So, ich mag eigentlich den Bogen am meisten, aber manche Sachen schafft man einfach nicht ohne Bogen, habe ich das Gefühl, weil einfach zu viel Kacke rumläuft. Also zu viel von den Typen. So tolle Musik. Und jetzt sind wir wieder hier. Bin jetzt einmal rund gegangen. Wir haben genug Ausrüstung. Oh. It's like they're the remnants of some lost civilization. Okay, now I really sound like Dad. All I know is they killed those men, and I have a feeling they wouldn't hesitate to kill me too. But I can't think about this now. Sam's in trouble, and I've got to get her back. She's counting on me. Ja, das ist in der Tat so, Lara. Ich finde diese Szene eigentlich immer ganz schön, wo sie am Feuer sitzt und da dieses Tagebuch verfasst, in Anführungszeichen. Außerdem sitzt sie sehr süß da. Ich finde sie übrigens sehr hübsche. Also, die neue Lara. Die alte war ein bisschen zu streng und kantig, habe ich das Gefühl. Ja, es ist komisch. Eine komische Bezeichnung. Aber egal, was wollen wir denn haben? Wir wollen... Wir können hier noch nichts weiter, ne? Nee. Doch, wir könnten Gewichtheber. Erhöht stärker möglich die Mitnahme der maximalen Munitionsmenge oder schalten sie ihre Feinde mit Finesse aus, um größere Belohnung zu erhalten. Natürlich cool und wird sich schnell rentieren. Schmerztoleranz, mehr über... Ja, das. Ich glaube, wir brauchen das langsam mal. Axtexperte. Ja, die leicht gepanzerten Feinde. Bis zu den schwer gepanzerten Feinden. Das brauchen wir. Aber ich bin, glaube ich, eher dafür, wir machen jetzt erstmal die Schmerztoleranz. Zusätzliche Munition. Ich bin gerade nicht in Munitionsknappheit, ehrlich gesagt. Wir könnten das auch noch... Ne, ich würde sagen, wir nehmen jetzt erstmal die Schmerztoleranz, weil wir sie einfach brauchen werden. Mehr Schaden einstecken können, bevor wir sterben. Wir haben ja gesehen, wie schnell wir sterben momentan und das ist nicht schön. Von daher denke ich, ist das eine gute Sache. Und jetzt erstmal die Ausrüstung. Noch gucken, was können wir denn Schönes bauen. Da ist fertig. Wir können wahrscheinlich die Schrotflinte mal verbessern. Polierten Auswerfer, funktioniert der schon? Ja. Erhöht die Schussfrequenz. Bin ich eigentlich nicht so für. Was haben wir hier noch? Hier haben wir nur den Salvenmodus, den ich sowieso nicht brauche. Den habe ich letztes Mal auch als allerletztes geskillt. Nehmen wir die Schussfrequenz. Einfach damit es weitergeht. Wir wollen ja weiter uns verbessern, unsere Waffen. Okay, cool. Und dann können wir weitermachen. Yay! Was müssen wir machen? Laras Tagebücher 5 von 6. Das ist super. Die kommen eh automatisch. Von daher muss man da nicht viel tun. Jetzt einfach wieder hier ein bisschen rumschauen. Das hier ist hierfür, ne? Ja. Aber. Aha, hier müssen wir noch Feuerchen machen. Wir wollen das Gebiet hier ja auch mal abschließen. Und. Würdest du bitte? Okay. Es ist schön, dass wir uns jetzt immer selber Feuer machen können, wo auch immer wir es wollen. Das ist eine sehr schöne Verbesserung. Und ich finde das schön, dass man diese Gadgets einsammelt, mit denen man ein bisschen was machen kann. Dass wir unsere Waffen und Ähnliches verbessern können. Das ist einfach schön. Das macht Spaß. Da hat man so ein bisschen so einen Sinn für Progression, also für Fortschritt. Und das gefällt mir. Wo? Einer soll den Test machen, okay. Wenn ich den dieses Gespräch unterbreche, wäre das nicht so geil, ne? Sie wollen also weg. Tut mir leid, dass die Stimmen jetzt so leise sind. Ich werde versuchen, die im Endeffekt wieder hochzuregeln, aber dann werden auch die Geräusche der Waffen wieder so hoch. Finde ich ziemlich doof, dass man das nicht trennen kann. Komm, stirb. Und stirb. Und vorbei.
Braucht die Musik gar nicht anfangen, Freunde. Ist alles gut. Alles in Ordnung. So, wir wollen da rüber. Nein, 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 nein. Nicht umfallen, Lara. Alles gut. Ist nur ein bisschen hier, ne? Nur ein bisschen komisch hier. So, und jetzt können wir nämlich den Rest... Oh, ein Gewehrteil gefunden. Nice. Die Dinger sollte man also wirklich oft untersuchen. Sehr schön. Ja, denn auch die Dinger verbessern wir natürlich. Eine Statue fehlt nur noch. Da kriege ich ja schon wieder einen Brechreiz. Ups. Ja, da lass ich ruhig fallen, Lara. Ist okay. Wir wollen da jetzt runter. Was haben wir denn hier noch? Hierfür brauche ich Feuerpfeile, wenn ich das richtig sehe. Oder irgendwie sowas. Ja, um das da ranzukommen. Ja, ja. Denn ich muss wahrscheinlich die Kohlepfannen anzünden und dann mit meinem Seilpfeil gegeneinander schlagen. Oh ja, das ist gut. Aber das kann ich mir schon mitnehmen. Ah, sehr schön. Oh, ich liebe dieses Erkunden. Das macht viel mehr Spaß als alles andere zu spielen, finde ich. Obwohl das Rumgeballer auch schön ist. Oh ja, also es macht halt auch Spaß. Zwei Teile vom Gewehr gefunden, sehr schön. Ich glaube, eine dieser Stahltruhen habe ich noch nicht. In dem anderen Gebiet. In dem, wo wir mit dem Whitman gesprochen haben dort. Weiß ich nicht mehr, wie das heißt. dieser eine Tempel da. Hier müssen wir auf jeden Fall auch nochmal hin. Das ist aber auch nichts. Ne, hier war auch, glaube ich, nichts zum Abballern. Das kommt nur noch einmal, glaube ich. Oh, Geocache. Ja, nehmen wir. Dankeschön. Cool. Es sind 5 EP, aber es geht ja darum, die Gebiete zu vervollständigen, weil ich gerne 100% erreichen würde dieses Mal. Einfach, um das geschafft zu haben, weil ist so. Weil es lustig. Okay. Gut. Na, Freunde? Hängt ihr hier so ab, hä? Ja, du bist aber auch ziemlich wehleidig gestorben. Dafür, dass ich den Kopfschuss verpasst habe und du einfach nur instant hättest umfallen sollen. Oh, das ist noch ein Geocache, den darf ich nicht vergessen. Jetzt muss ich hier nochmal hin. Wo ist die letzte Statue? Haben wir da schon was? Hier wird es aber auch nicht wirklich angezeigt, leider. Ah, die Statue muss man wieder so finden. Aber uns fehlt nur noch eine einzige. Ich glaube aber, wir können uns jetzt auch frei in dem Gebiet bewegen. Durch die Schrotflinte. Die alte Kriegsschrotflinte. So, damit haben wir auch bald alle Geocaches. Hier liegt auch nochmal ein bisschen Moon für die Schrotflinte. Oh, was ist los? Oh Gott, that was close. Are you there? I'm here, Sam. Are you okay? What do they want with me, Lara? A fire ritual? This is so fucked up. Listen, I'm coming to get you. I'm going to get you out of there. Das wird heftig. Please, schwer. Please help me, Lara. I promise. I promise, Sam. No. Hey. Jesus. Oh no! Sam! Sam! Help me, Sam! Away from her, you bastard! No! Ja, genau das. Ich komme und helfe dir, ins Walkie-Talkie zu schreien, ist perfekt, wenn die es gefunden haben. So doof. Wie wär's mit Überraschungseffekt, Lara? Sei doch nicht so hohl, ey, Mädchen. Sieht ein bisschen aus wie der Raum, den wir vorhin kalt gemacht haben, ne? Ja. So, hier umschauen. Mit den Moon einsammeln. Und ja, sowas hier mitnehmen. Ah, genau, okay. Jetzt sind wir wieder hier vorne. Ich könnte jetzt da hinten weitergehen, aber ich werde das noch nicht machen. Das machen wir im nächsten Part, denke ich. Liegt auch noch was. Hier ist wieder ein Das ist das abgestürzte Flugzeug, oder? Ja, das ist nicht mehr das Militärflugzeug, sondern das ist das, was wir zu Hilfe geholt haben. Theoretisch müssten wir jetzt... Genau, wir müssten mal wieder hin zurückkommen können. Also ist kein Problem durch den Seilpfeil. Ja, in andere Richtung. Immer mache ich es verkehrt rum. Ne? So, jetzt zünden wir das Ding mal an. Ah, jetzt sehen wir auch, wie das funktionieren muss. Wunderschön. Wir können hier den Rest noch holen. Wir brauchen unbedingt das Bergungsgut, Leute. Das ist so wichtig. Waffen verbessern ist eine gute Sache. Außerdem können wir jetzt mal nach Roth gucken. Außerdem lag hier auch noch ein Geocache oder sowas. Oh, das ist, glaube ich, für das MG. Was war das? Drehen. Da oben ist auch noch was. Ach ja, wir haben jetzt neuen Crap-Loot, ne? Cool. Neuen Crap-Loot durch das Flugzeug. Frage ich mich aber, wo es am sinnvollsten wäre, lang zu gehen erstmal. Gehen wir erstmal durchs Flugzeug, die neuen Sachen abchecken und den
ein, oder nicht Geocache, sondern irgendwas zu lesen war da noch bei Roth. Hallo? Hallo? Lara? Lara? Lara, würdest du bitte öffnen? Öffne den Scheiß! Hallo? Ich will die EP haben. Wo immer sie durch Nahrung EP bekommt. Oh yeah, noch eine Kiste. Geil. Okay, Waffenmodifizierung verfügbar. Yes. Noch mehr Versorgungsgüter, aber immerhin verhungert sie schon mal nicht. Wo ist Roth hin? Ja, das hat's ganz schön mitgenommen hier. Ach stimmt, der war ja dann oben. Ach natürlich, der war dann da oben. Wir mussten den ja gar nicht mehr hier sehen. Aber das haben wir noch nicht geholt. I'm just gonna come right out with it. Alicia is yours. Maybe you've known it all along, but since I signed back on board the Endurance, I just can't keep the truth from you any longer. You've got to understand, I never meant to cut you out of her life. But I know you, Roth. I know how you live and what you want. Staying in one place and raising a kid is not on your agenda. Maybe I screwed up. Maybe I should have let you make a choice. But I made it for you. For what I thought was best. After the expedition, when the time is right, let's talk about the future. Take some time to think about what you want. Okay? Ja, also ist er wohl der Vater von Alicia. Das war jetzt nicht schwer rauszufinden, finde ich. Das war ziemlich eindeutig, so wie die schon angebandelt haben auf der Endurance, dass er wahrscheinlich der Vater ist. Von daher, okay, machen wir hier weiter. Was wollen wir haben? Wir wollen Schadenerhöhung. Super. Taktrate zwischen den Schüssen oder bessere Stabilisierung, geringerer Rückstoß. Ganz ehrlich, der Rückstoß ist mir erstmal egal. Ich will Schaden. Laufmantel. Dann können wir als nächstes wahrscheinlich einen gepolsterten Griff machen oder sowas. Sehr gut. So, ein bisschen machen wir noch. Ein klein bisschen. Jetzt können wir da wieder hoch. Wie es ausschaut. Nichts, nichts, nichts. Da oben geht's hoch. Nichts, nichts, nichts. Nichts, nichts, nichts. Okay. Hier konnten wir erst nicht mehr hoch. Oh, Häschen! Tut mir leid, Häschen, aber wir brauchen noch mehr Nahrung. Ja, wir haben jetzt ein bisschen was gefunden, aber whatevs. Yes, noch mehr! Geil! Und hier oben ist vielleicht auch die letzte Statue, die wir anzünden können oder so. Mal gucken. Eine Menge Bergungsgut. I like. Really, really do. Hier scheint auch niemand mehr zu sein, was ich sehr angenehm finde. Drücken Sie eh zum... Darf ich nicht. Warum sagst du mir jetzt da ein Menü? Oh, naja, ist halt eine einfache Funktion, die immer anspringt, wenn man neben so einem Ding steht, in einer gewissen Reichweite oder Entfernung. Ja. Coding und so. Da oben kommen wir leider noch nicht dran, weil wir es nicht anzünden können. Doch, vielleicht. Das könnten wir nämlich anzünden. Ah, und hier ist die letzte Statue. Sehr gut. Geil. Ja, wunderbar. Haben wir das Gebiet hier schon so ziemlich abgeschlossen. Ich denke mal, das dürfte jetzt schon fast alles sein. Und jetzt sehen wir mal, wie das hier in der Kettenreaktion funktioniert. Oh, die anderen eben hätte ich auch machen können, ne? Ich Idiot. Ah, egal. Geht das überhaupt? Das geht doch gar nicht. Nee. Ach so, ich muss das mit dem anderen Ding jetzt machen. Ist auch cool, dass sie sich voll abrollen kann. Finde ich super. Ich muss jetzt nämlich einmal in die Richtung machen, dann wird das angezündet. Und dann in die andere Richtung, dann zünden wir das an, was wir brauchen. Hallo? Muss mich verarschen. Okay, vielleicht muss ich es bei beiden machen. Hallo? Irgendwie muss das hier aber gehen. Ich weiß, dass es geht. Ich hab's doch schon mal gemacht. Ah, komm schon, jetzt hat's mich wieder gekockblockt, ne? Das ist so bescheuert. Not working somehow. I don't know why. That annoys me. Ja, das macht mich so ein bisschen cranky. So ein bisschen cranky. Vielleicht muss ich es von hier aus machen? Wahrscheinlich, ne? Ja, okay, that's it. Oh well, dann eben auf eure Weise, Freunde. Mann. Ich dachte, ich hätte durchgeblickt, ne? Hat's gecheckt. Nein, ist da. Mit Gary ist voll der Nullchecker. Hätte ich auch von oben machen sollen, wahrscheinlich. Egal, hier ist besser, der Winkel passt mir lieber. Also passt mir mehr. Der passt mir lieber, ja. Das beste Deutsch, Freunde. Ich sollte so früh morgens nicht aufnehmen, da ist das ja noch schlimmer mit dem Reden.
So, und alles für so ein klein bisschen Bergungsgut. Mann, Mann, Mann. Okay, gehen wir mal nochmal da hoch. Ich will mich hier nochmal umgucken. Vielleicht liegt hier noch was. Haben wir hier oben? Soll hier noch was sein? Nee, aber da hinten. Ja, das holen wir noch da hinten. Ich will trotzdem erst nochmal hier oben gucken. Vielleicht liegt hier doch noch ein bisschen was. Ja, sowas nehme ich hier. Einfach ein bisschen leicht zu erreichendes Bergungsgut. Das andere hätten wir es auch holen können. Ich bin so dumm. Ich bin so ein Idiot. Vielleicht wird es doch... Es muss Feuerpfeile geben. Oh, noch mehr. Sehr gut. Wieder ein bisschen mehr. Dahin werden wir auch nochmal rumgucken müssen. Wie schaut es denn hier aus? Wir haben 8 von 15 Geocaches. Das heißt, wir brauchen noch eine ganze Menge. Wir haben nur ein Grab durchsucht. Was? Wo sind hier denn noch ein Grab? Da ist ein Grab, das haben wir. Da ist ein Grab, das haben wir. Wir haben noch nicht nur ein Grab durchsucht. Willst du mich verarschen? Waren wir nicht da oben in dem Grab drin? Ha. Die Erleuchtung haben wir und das Eierwildern müssen wir, die Eierwilderin müssen wir noch machen. Da unten liegt noch ein Dokument. Wir brauchen noch zwei Dokumente. Und hier liegt noch eine Reliquie. Da liegt auch noch eine Reliquie, die können wir uns holen. Und das Dokument können wir uns auch noch holen. Ah, die Dokumente will ich euch natürlich zeigen. Reliquien sind jetzt, glaube ich, nicht so wichtig. Oh, das wird sau wehtun. Aber Eierwilderin können wir mal noch weitermachen. 3 von 5, sehr gut. Ah, sie kann sich so schön abrollen, das ist klasse. Oh, hallo, Wildschweinchen. Goodbye, Wildschweinchen. Häschen. Häschen. Mach nicht so einen Scheiß wie in Divinity mit mir. Oh, okay, dann lauf halt. Hat's dir verdient. Hast du dir verdient. Oh, die geben sogar Bergungsgut mittlerweile. Stimmt, durch unseren Skill, ne? Das ist saugut. Ich will euch die Reliquie noch... Ach, scheiße. Egal. Ich bin so schlecht im Bogenschießen, wie man merkt. Ich war noch nie so gut im Zielen mit der Maus irgendwie. Auch nicht im Zielen mit dem Controller, leider. Das macht's so traurig, aber naja. Noch nicht so wild. Pfeile finden wir eh unendlich viele irgendwo. Und ich werde mir so noch die Reliquie holen. Dann machen wir hier einen Cut. Und da müsste die auch schon sein. Fear the demons. Father Matthias will set us free. Ja, ganz bestimmt nicht, Freunde. Der verarscht euch nämlich nur. Habe ich das Gefühl. American soldiers would never have left these behind. I don't think any of them made it out of here alive. Ja, definitiv. Ihre gefallenen Brüder. Na gut, aber Leute, das war's für diesen Part. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Tomb Raider. Lasst mir ein Like und einen Kommentar da, wenn ihr Bock drauf habt. Und dann bis zum nächsten Mal. Das sammle ich mir gleich noch ein. Tschüss!